Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eltern kleiner Kinder müssen möglicherweise bald wieder mit Streiks in den kommunalen Kitas rechnen. Die Schlichtung ist gescheitert. In einer Mitgliederbefragung der beteiligten Gewerkschaften lehnte die Mehrheit den Spruch der Schlichter ab. Verdi-Chef Sirske forderte die Arbeitgeber auf, sie müssten sich bewegen. Die erklärten, sie seien bereits bis an ihre Schmerzgrenze gegangen. Im Frühjahr hatten Erzieher und Sozialarbeiter wochenlang gestreikt, um eine deutliche Aufwertung ihrer Arbeit zu erreichen. Es ist eine besondere Pressekonferenz. Der Verdi-Vorsitzende spricht und jedes Statement beklatschen die Mitglieder. Die Stimmung ist aufgeheizt. Sie stehen hinter Bzirske, sagen sie, nach dem klaren Mitgliedervotum. Knapp 70% lehnten den Vorschlag der Schlichter ab. Das ist ein absolut klares Signal, ein eindeutiger Handlungsauftrag, ein klares Signal an die eigene Organisation, an die Gewerkschaft und ich denke auch ein klares Signal an die Arbeitgeber. Die Erzieher und Sozialarbeiter wollen mehr als eine einfache Lohnerhöhung. Seit Monaten pochen sie auf eine deutliche Aufwertung ihres Berufs. Eine Höhergruppierung umgerechnet rund 10% mehr Geld. Dafür haben sie gestreikt, haben dabei den Frust der Eltern ausgehalten. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Zu wenig erscheint ihnen der Vorschlag der Schlichter, nämlich je nach Berufsgruppe zwischen 2 und 4,5% mehr Lohn. Mehr als dieser Kompromiss sei aber nicht drin, entgegnen die Arbeitgeber heute. Den Kommunen fehle schlicht das Geld. Es sind Forderungen gewesen, die weit überhöht waren. Es wurden Erwartungen geweckt, die beim besten Willen nicht erfüllt werden konnten. Und jetzt hat die Gewerkschaft das Problem, die Mitglieder auf den Boden der Realitäten zurückzuführen. Und das hat erkennbar jetzt fürs Erste nicht funktioniert. Am Donnerstag wollen Verdi und die Arbeitgeber weiterverhandeln. Der Verdi-Chef will dabei, so versteht er den Auftrag seiner Mitglieder, knallhart bleiben. Die Arbeitgeber sollen drauf satteln oder es gebe Streik. Bei mehreren Rettungsaktionen im Mittelmeer wurden erneut hunderte Flüchtlinge aus Seenot gerettet. Ein Schiff der Triton-Mission nahm die insgesamt etwa 800 Menschen auf und brachte sie ins italienische Reggio Calabria. Zurzeit wagen fast täglich Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten die gefährliche Fahrt über das Mittelmeer in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Der Hafen von Reggio Calabria in Süditalien. 800 Flüchtlinge kommen hier am Morgen an. Sie alle gerieten auf ihrer Reise über das Mittelmeer in Seenot. Bei insgesamt 3 verschiedenen Rettungsaktionen konnten diese Menschen in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen auch 142 Frauen und Kinder. Bilder wie diese gehören in Italien mittlerweile zum Alltag. An das Leid, mit dem die Helfer hier in Berührung kommen, könne man sich aber nicht gewöhnen, sagt diese Frau vom Roten Kreuz. Wenn man in die Augen eines Kindes blickt, das wochenlang unterwegs war, zum Beispiel die Wüste unter unmenschlichen Bedingungen durchquert hat, das Leid von den Müttern oder Schwangeren, die hierher kommen und riskieren, ihre Kinder zu verlieren, das sind Dinge, an die kann man sich nicht gewöhnen. Fast allen, die heute angekommen sind, gehe es aber soweit gut, sagen die Helfer. Die Erstversorgung der Flüchtlinge in Italien ist straff getaktet. Sie erhalten eine kurze medizinische Untersuchung, bekommen etwas zu essen und zu trinken. Noch am Hafen werden alle registriert, auch die Polizei spricht mit ihnen. Wieder wurden ein paar Männer abgeführt. Es könnte sich um mutmaßliche Schlepper handeln. Dann stehen auch schon die Busse bereit, die die Menschen auf die verschiedenen Erstaufnahmeeinrichtungen in ganz Italien verteilen. Viele der Flüchtlinge, die hier an Land gehen, sind froh und erleichtert. Die meisten haben eine lebensgefährliche Odyssee hinter sich. Doch ihre Reise ist damit noch lange nicht am Ende. Und ob sie in Europa tatsächlich das erwartet, was sie sich vorgestellt haben, ist angesichts der heftigen Flüchtlingsdebatte und der vielen überfüllten Aufnahmelager fraglich. Die afghanische Hauptstadt Kabul ist von der schwersten Anschlagsserie seit Jahren erschüttert worden. Bei einem Angriff auf einen Militärstützpunkt wurde ein NATO-Soldat und 8 afghanische Mitarbeiter getötet. Zuvor kamen bei 2 Selbstmordanschlägen mehr als 35 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Zu 2 der Anschlägen bekannte sich die radikal-islamischen Taliban. Kabul ist Krieg gewöhnt, die Menschen leben mit dem Tod. Trotzdem haben viele das Gefühl, dass es immer schlimmer wird.
So eine starke Explosion haben wir in Kabul noch nie erlebt. Die gesamte Stadt ist in Angst, die Regierung tut nichts für uns. Der Terror begann vor einem Büro des Geheimdienstes in einem Wohnviertel. Ein Lastwagen mit Sprengstoff explodierte. 15 Menschen starben, mehr als 200 wurden verletzt. Am Abend dann sprengt sich ein Selbstmordattentäter in Uniform vor einer Polizeischule in die Luft, mindestens 20 Schüler sterben. Kurz danach wieder Explosionen. Ziel diesmal Spezialtruppen der US-Armee. Ein NATO-Soldat wird getötet, 8 zivile afghanische Mitarbeiter sterben, Stunden wird gekämpft. Die afghanische Regierung verhandelt mit den radikal-islamischen Taliban über Frieden. Doch die Bomben weiter bekannten sich zu den beiden Anschlägen vom Abend. Der neue Taliban-Anführer Mullah Mansur ist offen für Friedensgespräche. Aber führt er die Taliban auch wirklich? Möglicherweise tobt auch ein Machtkampf. Frieden ist weit weg, aber nicht unmöglich. Gewalt aber gehört zur Verhandlungsstrategie. Leider ist es halt immer so, dass in solcher Art von Kriegen dann beide Seiten versuchen, ihre militärischen Positionen vorher zu stärken. Und möglicherweise ordnen sich die Anschläge von gestern in Kabul dort ein. Umso mehr kann man nur hoffen, dass die Gespräche bald in Gang kommen, damit solche Vorgänge sich nicht nochmal wiederholen. Seit 6 Jahren zählen die Vereinten Nationen die zivilen Opfer von Krieg und Terror in Afghanistan. Gestern sei der schlimmste Tag gewesen. Mehr als 350 Zivilisten wurden verletzt oder getötet. Mit Blick auf den neu aufgeflammten Konflikt zwischen der türkischen Regierung und der militanten kurdischen PKK hat Bundesaußenminister Steinmeier davor gewarnt, den Friedensprozess zu gefährden. Der Rheinischen Post sagte er, es wäre fatal für die Türkei und die Region, wenn der Friedensprozess jetzt gegen die Wand fahren würde. Zugleich forderte er, die Kurden in der Türkei nicht vom politischen Prozess auszuschließen. In Köln haben etwa 6000 Menschen weitestgehend friedlich gegen das Vorgehen der türkischen Armee gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK protestiert. Zu der Kundgebung und dem anschließenden Demonstrationszug durch die Kölner Innenstadt hatten mehr als 50 Gruppen aufgerufen. Der Konflikt zwischen der türkischen Regierung und militanten Kurden ist in den vergangenen Wochen wieder aufgeflammt. PKK-Kämpfer greifen fast täglich türkische Sicherheitskräfte an. Die türkische Luftwaffe flog zahlreiche Angriffe gegen PKK-Stellungen im Irak. 3 Jahre nach dem Amoklauf in einem Kino im US-Bundesstaat Colorado haben die Geschworenen entschieden, der Attentäter muss lebenslang in Haft, ohne Chance auf eine vorzeitige Entlassung. Der Staatsanwalt hatte die Todesstrafe für den 27-jährigen Mann gefordert. Der Täter hatte im Juli 2012 in der Stadt Aurora während der Premiere eines Batman-Films 12 Menschen erschossen und 70 weitere verletzt. Regungslos die Hände in den Hosentaschen, so nimmt James Holmes das Urteil zur Kenntnis. Er entgeht der Todesstrafe, weil die Geschworenen sich nicht einigen konnten. Im US-Bundesstaat Colorado bedeutet das automatisch lebenslange Haft ohne Bewährung. Im Gerichtssaal verfolgen Angehörige die Urteilsverkündung. Auch wenn nicht alle die Todesstrafe gefordert haben, empfinden viele die Entscheidung der Jury als ungerecht. Wir haben unsere Lieben nicht verloren, sie wurden von uns gerissen und in dem Kino regelrecht geschlachtet. Aber die Jury hat sich anders entschieden und wir müssen das akzeptieren. Morgen wird die Sonne wieder aufgehen. Wir werden etwas mehr Schmerzen in unserem Leben haben, aber die Sonne geht wieder auf. Vor gut 3 Jahren schoss James Holmes mitten in einer Filmvorführung wild um sich. Das jüngste der 12 Opfer war gerade mal 6 Jahre alt. Auch die, die den Amoklauf überlebt haben, leiden bis heute. Der Täter soll laut Verteidigung schizophren sein und wollte angeblich, daher wohl auch das gefärbte Haar, einen Bösewicht aus dem Batman-Film nachahmen. Die Jury hält Holmes für zurechnungsfähig. Von dem Strafmaß ist der Staatsanwalt enttäuscht. Ich denke immer noch, dass der Tod die gerechte Strafe ist für das, was der Typ getan hat. Aber das System entschied sich anders und ich respektiere das. Die Angehörigen sind erleichtert, dass es keine Berufungsverhandlung gibt und sie nicht immer wieder von Neuem an den Schrecken erinnert werden. Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat zum ersten Mal das ATP-Turnier in Kitzbühel gewonnen. Der Augsburger setzte sich im Finale in 3 Sätzen gegen den Franzosen Paul-Henri Mathieu durch und sicherte sich damit den 6. Titel seiner Karriere. Zum 2. Mal binnen weniger Tage musste die Hamburger Feuerwehr einen Brand in einem Hochbunker aus dem 2. Weltkrieg bekämpfen.
In der Nacht hatte es in dem Gebäude, in dem mehr als 5 Tonnen Pyrotechnik lagen, eine Explosion gegeben. Die Arbeiten mit einem Roboter mussten abgebrochen werden, weil Trümmer im Innern den Weg versperrten. Gelöscht werden konnte der Brand am Ende mit Wasser, das durch die Lüftungslöcher in den Bunker gepumpt wurde. Die Innenbehörde ordnete eine Überprüfung aller Hamburger Bunker in der kommenden Woche an. Eine Woche vor dem Start der neuen Saison ist Fußball-Bundesligist Hoffenheim noch nicht in Form. Das Team von Trainer Gisdol verlor vor wenigen Minuten sein DFB-Pokalspiel gegen 1860 München überraschend mit 0:2. Damit ist für Hoffenheim bereits in der ersten Runde Schluss. Die anderen Bundesliga-Vereine setzten sich dagegen teils deutlich durch. Dem TSV 1860 München gelingt die Überraschung. Der Zweitligist schlägt den Erstligisten aus Hoffenheim. Die Münchner Löwen in den weiß-blauen Trikots von Beginn an hochmotiviert, druckvoll, mit Angriffspressing-Spielen und guten Möglichkeiten. Hier ist es Rubin Okoti, der selbst ein wenig überrascht wirkt, ob dieser Chance. Die Hoffenheimer dagegen wenig beweglich, mehr zusehend. Erst kurz vor der Halbzeitpause kommen sie zu ihrer ersten nennenswerten Möglichkeit. Jonathan Schmid scheitert an Stefan Ortega. Die 60er auch zu Beginn der zweiten Hälfte besser, aggressiver, konsequenter. Der Führungstreffer durch Delen Klaasen in der 51. Minute nur die logische Konsequenz ihres Spiels. Mit der Einwechslung von Kevin Kurani kommt nach rund einer Stunde mehr Schwung ins Spiel der Hoffenheimer. Echte Möglichkeiten aber bleiben aus. Die Münchner Löwen dagegen bleiben bis zum Schluss die bessere Mannschaft. Faisal Music mit dem 2:0 Einstand in der 93. Minute. Bernd Hollerbachs Würzburger Kickers sind ganz nah dran an der Pokalsensation. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erzielt Marco Haller ein Tor, das zu Unrecht wegen Abseits nicht anerkannt wird. Beim Abspiel von Chapozadeh ist Haller auf gleicher Höhe, also nicht im Abseits. Werder Bremen rettet sich mit Glück in die Verlängerung. In der 102. Minute erzielt der Bundesligist zunächst die etwas glückliche 1:0-Führung durch Anthony Uja. Aber knapp 10.000 Zuschauer am ausverkauften Dallenberg hoffen weiter auf die Sensation durch den Drittligisten. Nur 6 Minuten später dann aber die endgültige Entscheidung durch Finn Bartels, der dem starken Würzburger Keeper Dominik Brunnhübner keine Abwehrchance lässt mit diesem eleganten Lupfer. Nach 4 Pokalniederlagen gegen Drittligisten seit 2011 kommt Viktor Skripnik mit Werder Bremen mit ein bisschen Glück in die nächste Runde. Die weiteren Partien mit Erstligisten im DFB-Pokal. MSV Duisburg, FC Schalke 0:5. SV Meppen, 1. FC Köln 0:4. Sportfreunde Lotte, Bayer Leverkusen 0:3. Bremer SV, Eintracht Frankfurt ebenfalls 0:3. Und Stuttgarter Kickers VfL Wolfsburg 1:4. Am Abend trifft dann noch Holstein Kiel auf den VfB Stuttgart. In Taiwan sind bei einem Wirbelsturm mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 weitere wurden verletzt. Mit Windgeschwindigkeiten von fast 170 Kilometern pro Stunde fegte der Taifun heute über die Insel und knickte Bäume und Strommasten um. Millionen Haushalte waren ohne Strom. Flüge mussten gestrichen werden. Zahlreiche Häuser wurden evakuiert. Und hier die Lottozahlen. 7, 13, 29, 36, 42, 48, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 9. August. Der Norden verdankt einem Hochmorgen freundliches Wetter. Ein Tief über Frankreich macht sich vor allem im Südwesten Deutschlands bemerkbar. In der Nacht in der Südosthälfte stellenweise unwetterartige Gewitterschauer. Am Tag ist es teils freundlich, teils stärker bewölkt. Die meiste Sonne gibt es im Norden und Südosten. Vor allem im Südwesten Schauer und Gewitter, in der Südhälfte Unwettergefahr. In der Nacht 21 Grad im Südwesten und einstellige Werte ganz im Norden. Am Tag 22 Grad an der Ostsee und bis 35 Grad in Bayern. Die Aussichten. Am Montag in der Osthälfte viel Sonne, nur einzelne, teilweise heftige Hitzegewitter, sonst örtlich Schauer und Gewitter. Am Dienstag neben Sonne auch Schauer und Gewitter, am Mittwoch ist es meist sonnig. Wir sind wieder für Sie da um 22.30 Uhr mit Thomas Roth und diesen Tagesthemen. Ein Jahr im Krieg, die Allianz gegen die IS-Terrormiliz sowie ein Herz für andere, wie private Flüchtlingshilfe funktioniert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.